Hallo Leute, es geht weiter mit 400 Days und ihr habt wieder oder einige von euch haben wieder mit entschieden, wer als nächstes drankommt. Vergesst es nicht auch nach diesem Part dann wieder zu tun, entweder bei Facebook oder bei YouTube könnt ihr abstimmen, wen wir als nächstes nehmen. Heute habt ihr euch aber für Bonnie entschieden, ja. Ihr Lieben, ihr wolltet Bonnie, ihr bekommt Bonnie, die Mehrheit ist bei Bonnie, 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 Bonnie. Wir nehmen Bonnie und schauen uns auch diese Geschichte an. Mal gucken, ob wir Parallelen finden oder, ja, was Bonnies Geschichte ist. Okay, got one. A snake for a tongue. You're so bad at this. Would you rather have a snake for a tongue? Awful. Or lobster claws for hands? Bonnie, Tag 236. Das ist lächerlich. Kann ich die Schlange kontrollieren? Sind die Scheren in Menschengröße? Can I control this snake, or does it have free rein? Free rein. Well, I'm thinking. Beide. And how exactly do you think harder? Good point. I'll think about that. Both. Both. The whole point of the game is to choose. But they're both such attractive options. Yeah, you got me there. Okay, how about... Well, never mind. I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Well, you gotta admit, anything is an improvement. That came out wrong. What I mean is... Du bist auch nicht perfekt. I mean, verschwinde du mit deinen Riesenohren. You know, you're not perfect either, Mr. Lobster Hands. Maybe I should spend a minute listing off your flaws. See how you like it. Me? I ain't perfect. That's right. And you're older than dirt. Look, as long as you stay off that stuff, you can have all the flaws you want. I mean it, though. After we found you, you were still so hooked on that stuff, I never thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but... Well, you've come a long way, Bonnie. And I'm proud of you. Ich bin ein Paradebeispiel. Okay, halt die Klappe. Du bist ein guter Freund. You're a good friend, Leland. I know. Okay, you're not that great. Look, you know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You ain't gotta worry. You know that, right? Ich weiß. I know. God, Leland, thank you. Bonnie, Leland? Bonnie? Dee! Hey, honey. I found us something. What are you two up to? Nur ein Schwätzchen. Wo bist du gewesen? Just chatting. Chatting, huh? What about? Hummer. Oh, lobsters. Lobsters? Well, fishing. Figured it'd be worth a shot. For the food, you know. Leland, you hate fishing. That ain't totally true. Oops. And how many days you gone fishing? What? I go fishing all the time. Caught you, didn't I? I am a catch. Don't I know it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your girlfriend, but we gotta get moving. Freundin? Does she think we... So, where'd you get the bag, Dee? Lass es einfach, Leland. Was ist in der Tasche, Dee? Did you hear me? Just drop it, Leland. Hey, Dee, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but Dee, that bag. Look, I found it down the road a piece, all right? Where? War da irgendjemand? Hast du sie gestohlen? Some place off that way. Damn it, Dee, you gotta give us more than that. Was anyone there? I don't think so. You don't think, or you don't know? Those mean the same thing, Leland. Just tell us, baby.
You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. All right. I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped. This ain't but helping you are the anything, one who you made two. Me stop. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude? And now we're standing hey, in this goddamn this. Rain. Come on. In this goddamn middle of nowhere you did place. That on purpose. You listen to me now. I have had it up I to here with listening not to you. To blaspheme. I can't believe. Leyland, that's enough. It's obvious you can't win this one, so why even bother trying? Bonnie, I appreciate you trying to help, but let me handle this, all right? Thank you, Bonnie. Finally, someone makes some damn sense around here. Bonnie, darling, I'm sorry we're... Darling? Dee, come on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Yours, too. Dee, now's not the time. Whatever issues we got, we'll hash them out later. What are you saying? You know exactly what I'm saying. Well, come on now, Dee. No reason to pick a fight. Oh, eine hitzige Situation gerade. I just want to get somewhere where I can change my clothes. And then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? Schnell, da kommen Walker bestimmt. Da kommen Walker. Oh, shit. Oh, Gott. I'm falling back here. Scheiße. Ah! Oh, nein. Oh! Mist. Beeil dich, komm, lauf. Shit. Oh. Oh nein. Oh Gott, das geht ja hektisch hier zur Sache. Und die laufen weg und lassen uns einfach zurück? Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Nein, fuck. Da sind irgendwelche Leute hinter uns her. Was ja noch mysteriöser ist als Walker. Hey, Leyland! Through here, look! Scheiße, wo sind die? Oh Gott, und die Schüsse. Oh. Nein, 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 ich wurde entdeckt. Scheiße. Das war zu spät, sorry. Ich wollte eigentlich nach rechts, ganz schnell nach rechts und bin... Ja, habt ihr ja gesehen. Nach links. Okay, wir laufen einfach mal. Schnell nach rechts. Ist besser. Laufen wir hier geradeaus. Wir bleiben einfach jetzt erstmal auf irgendwo. Boah. Nein! Oh, jetzt bin ich wieder... Sorry! Oh Mann, ich mache aus Reflex immer links. Ich weiß nicht warum. Ich bin so blöd manchmal. Ich bleib mal lieber auf der rechten Spur jetzt. Ist besser. Weil, wenn der da vorne gleich wiederkommt... Nee. Genau, jetzt nach rechts. Und lauf hier weiter. Oh, oh, schnell. Ich laufe einfach an dem Typen links von mir vorbei. Nein! Ey, scheiße. Okay, jetzt bin ich schon besser gewesen als gerade eben, aber ich rall's noch nicht. Wenn der da vor mir an mir vorbeiläuft, laufe ich irgendwie auch in eine falsche Richtung. Ich kann doch nur geradeaus, oder? Ich laufe mal nach rechts. Wenn der hier rechts ist, dann... Oh, oh. Shit. Where are you? Ah, okay. Nein, schnell nach rechts. I can't see a damn thing out here. Anybody got anything? Da kommt wieder einer. Ich laufe hier einfach so schnell, ich kann immer nach rechts. Das ist anscheinend das Beste, was ich machen kann. Okay, nach rechts. Das war ganz gut. Er ist nämlich einfach an mir vorbei. Mal gucken, ob ich dann rauskomme. Was mache ich?
Anything? No, oh Gott. I can't see a damn thing out here. Shit. Das war knapp. Wow. Okay, jetzt sind irgendwelche Leute hinter mir. Oh nein. Mama, watch over me. Oh oh. Okay, Bonnie. Stay calm. Find a weapon. Ja, das Ding hier. Ja, mach. Komm, rüttel. Ich mache ja schon. Drück und halte die A-Taste um. Ah, okay. Jetzt habe ich sie. Alles klar. Gedrückt halten. Ja, Das war ich. Das, läuft total gut, muss ich sagen, in diesem Part. Echt klasse, wie ich das hier mache, oder? Hm? Was sagt ihr? Voll super. Das, tut mir sehr leid, dass ich hier so rumfehle. Ach ja, so ist das halt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Okay, Bonnie. Oder wenn man... Stay calm. Ja, ja. Oder wenn man weiß, was man tun will, aber ist so wegen Steuerung oder was weiß ich was, dann, ne, hapert. Das ist toll. So, ich möchte sie jetzt da... Komm, hau drauf. Genau. Wer ist denn das jetzt überhaupt gewesen? Oh, nee. Oh nein. Dee? Oh Gott, Dee. I'm so sorry. Oh Gott. Why? You. Ich wusste nicht, dass du es bist. Why? It was dark. It's so dark. I couldn't see you. I didn't know it was you. How was I supposed to know it was you? There was no I thought I saw you. Was? Wieder war kein... Was? You did this. You killed me. You killed me. Anybody see anything? I should never trusted you. Just mir so leid, ich wollte das nicht. Leland. She did this to me. I... God, I'm so sorry. So... I can't. Oh, God, God! I knew you'd fuck up again. Take him. I... No, God, I'm sorry. I need him. I need you both. You bitch. Oh, Mary, you wanted him. Didn't. Thank you. Help the stones. Oh, damn you. Dee, I would never... I swear, this has nothing to do with him. It was an accident. You fucking junkie. Oh, scheiße. Nein. Oh, fuck. Dee, did you find her? Scheiße. Honey, I thought they got you back there. Jesus, are you shot? Dee. Oh, God, what happened? Oh, Jesus. Oh, Lord, Bonnie, what happened? Oh, my God, Dee. Darling, what happened to you? Your face, her face, Bonnie. How did this happen? Why didn't you wait for me? Tell me what happened. She came out of nowhere. I thought she was one of them. I didn't see her until she was right there. You did this? You did this to my Dee? I don't believe this. I don't understand. How did it happen? Jeff, you see something? I just don't. Come on! Bonnie, why? There weren't nothing I could have done. It was dark and... She came out of nowhere, Leland. Jesus. I believe you, but... Oh, God. Back this way! Oh, I no, feel sick. You're going... Which way? There! I'm sorry to do this to you, darling. Leave you here. Call out this way.
Lass sie gehen, ich brauche dich, Leland. I know it's hard, but I need you, Leland. I think I saw something over here. They went this way! Komm hier zurück. What the hell are you doing? If she's gonna die for this thing, I for damn sure ain't leaving it behind. Okay. Wer da? Oha. Ja, krass. Sorry. Ja, ich kann mich nicht genug immer entschuldigen, wenn mehrere solcher Fails von mir kommen. Tut mir leid, dass, ich möchte euch natürlich überhaupt nicht die Spannung nehmen, aber ihr wisst ja auch, dass ich das Ganze nicht nochmal spielen kann oder jetzt nochmal aufnehmen könnte in dem Sinne. Ich müsste halt ein neues Spiel beginnen oder so. Es ist halt aus der Situation heraus, man nimmt auf und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und ich habe das noch nie gespielt vor 100 Days und von daher war es für mich so, okay, was soll ich machen, wo soll ich lang? Und bin ich halt ein paar Mal in die falsche Richtung gelaufen im Maisfeld und so. Okay, aber jetzt zur Story. Das fand ich echt gut. Also ich finde die Kurzgeschichten sowieso alle total gut eigentlich. Also es ist halt nicht so eine lange, wo wie bei The Walking Dead, der ist eine Staffel, wo die Charaktere sich so entwickeln oder wo man Freundschaften schließt und sie gehen auseinander und alles so, ne, über längere Zeit. In diesem Fall, man wird immer so reingeworfen in Situationen. Ich finde aber, man kann sich mal total schnell so identifizieren mit den Charakteren und man kann schnell reinschlüpfen immer in die Situation. Wobei natürlich immer Antworten kommen, die ich selber nicht immer geben würde. Also deswegen habe ich zum Beispiel gerade eben im Dialog da auch einmal jetzt geschwiegen, weil die Antworten, die da waren, gefielen mir einfach alle nicht. Dieses, es ist mir doch egal oder komm damit klar oder sie ist schuld und so eine Antworten, das fand ich alles blöd. Und deswegen fand ich es total gut gelaufen. Ich muss sagen, dialogmäßig bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist, weil ich schätze mal, hat man ja gesehen, hätte ich sie nicht angegriffen, das war ja auch der Moment, wo ich so gezögert habe, darauf zu gehen mit der Waffe, dann hätte ich, habe ich einen draufgekriegt. Also dann hätte sie mich umgebracht oder sie Bonnie umgebracht, sagen wir es mal eher so. Und ja, also muss man ja auf den anderen draufhauen. Man muss in die schwierige Lage kommen, jetzt dem Ehemann das zu beichten oder zu lügen. Und in dem Fall fand ich es einfach gut, es drauf ankommen zu lassen, ob er mich dann halt wegschiebt und sagt, okay, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben oder mir halt glaubt. Ich bin das Risiko eingegangen und damit bin ich total zufrieden, ehrlich gewesen zu sein, zu sagen, du, es tut mir echt total leid, ich konnte nichts machen. Und ich glaube, das wären auch so die Reaktionen, die ich geben würde, wenn mir das jetzt aus Versehen passiert wäre. Mich einfach tausendmal entschuldigen, sagen, wie es halt wirklich war und dann gucken, wie jemand anderes dann mit mir umgeht, das ja... Dann kann ich immer noch weglaufen und sagen, okay, du. Oder wenn derjenige mich auf einmal angreifen sollte oder so, kann ich mich wehren, aber, oder auch nicht. Ihr wisst, was ich meine, aber so halt, es halt drauf ankommen lassen, so. Aber im ersten Moment ehrlich sein, nicht lügen, weil, wenn die beiden jetzt zusammen weiterleben, das ist so meine Fantasie. Vielleicht, wenn man das Pärchen später auch noch lebendig irgendwie in der zweiten Staffel sehen würde, würde ich mich total freuen. So, dass man weiß, okay, war ein schrecklicher Unfall mit der Frau, aber dass die beiden halt zusammengehalten haben. Ich muss zugeben, dass dieses Flirten am Anfang fand ich total süß. Es kommt halt sehr wenig Liebe so ein bisschen vor The Walking Dead oder Liebe auch auf andere Art. Und ich finde das dann immer so, ja, ich finde es schon ein bisschen romantisch und schön, irgendwie auch positiv mal so kleine Szenen außerhalb dieser ganzen Walking-Szene zu sehen, wo Menschen sich finden und trotzdem noch kennenlernen und sich mögen. Aber ich war sehr überrascht, als es dann auf einmal als die Frau auf einmal um die Ecke kam. Ich denke, scheiße, okay. Naja gut, ihr habt euch ein Bild von Bonnie gemacht. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, wen nehmen wir als nächstes? Es bleiben nur noch Wyatt oder Vince. Ihr dürft entscheiden, schreibt es mir entweder in den YouTube-Kommentarbereich oder bei Facebook, das wäre sehr nett. Dann zählt eure Stimme auch immer nur einmal und dann kann ich das hinterher so auswerten, wobei im Moment stimmen ja immer nicht so viele ab, das ist alles überblickbar, so ist nicht, aber ich freue mich natürlich über jede Stimme und da nur noch zwei Leute jetzt da sind, ja.
Also ich weiß gar nicht, für wen ich wäre, aber ich glaube, ich würde mich für Wyatt interessieren. Das wäre, glaube ich, so meine Wahl. Aber ich überlasse es euch und bin dann mal gespannt, wen ihr als nächstes wählt und wie ihr denn das mit Bonnie jetzt fandet. Bis dann.